So, hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem Vortrag. Zunächst mal, Permin, was ist denn das für ein komischer Vortragstitel? Mehr als nur Physik in the Land und dann auch noch falsch geschrieben? Das soll wohl an die Werbekampagne von unserem Heimatbundesland Baden-Württemberg erinnern, aber die Schwaben schreiben the Land mit Ä und nicht diesem komischen orangenen Ä. Ja, wir Badner schreiben halt mit Ä. Das Ä ist unser Erkennungssymbol von unserem Verein, dem Schülerforschungszentrum Phänomum. Das Ä benutzen wir eigentlich überall, wo es irgendwie geht. Und wir sind ein Forschungszentrum, das sich auf die Fahne geschrieben hat, MINT zu fördern. Vor allem außerschulisch. Und das machen wir alles ganz normal bei uns unten. Und vor 16 Jahren wurde mal gegründet. Und da war damals Hermann Klein dabei. Und am besten erzählst du mal kurz vor unserer Gründungsphase. Genau, das war 2006 und ich stand damals aber auf den Schultern von Riesen. An unserer Schule, am Hans-Sommer-Gymnasium in Lörrach, gab es unseren Physikkollegen Bernd Kretschmer, der fast 30 Jahre lang recht erfolgreich eine Physik-AG an unserer Schule leitete. Es gab das langjährige DPG-Vorstandsmitglied Rudi Lehn, der bereits 1999 in Bad Saulgau, ca. 200 Kilometer von Lörrach entfernt, das bundesweit erste Schülerforschungszentrum gründete. Die Keimzelle der Idee von Schülerforschungszentren lag also auch in the Land. Und es gab bereits damals den internationalen Wettbewerb IYPT, wo die beiden recht erfolgreich miteinander zusammenarbeiteten. Ja, auch heute gehen wir noch zum IYPT. Letztes Jahr war dort der Kapitän der Nationalmannschaft, Florian Bauer. Neben ihm ist Verona Miftari, sie war die Kapitänin der Europameistermannschaft. Und zusammen waren sie der Deutsche Meister 2022. Jetzt haben wir es gerade eben schon gehört, wir sind auch Deutscher Meister 2023 geworden. Florian hat das Kunststück hinbekommen, seinen Titel zu verteidigen, diesmal mit Emma Fassler und Donat Miftari, also dem kleinen Bruder von Verona. Ja, aber zurück wieder zur Geschichte. Vor eben 16 Jahren haben es Hermann Klein und Bernd Kretschmer geschafft, unsere damalige Oberbürgermeisterin Frau Gudrun Heute-Blum zu überzeugen, dass so ein Schülerforschungszentrum ein Standortvorteil ist, gerade bei uns unten im Dreiländereck Deutschland, Frankreich, Schweiz. Ja, als 2006 die Hausmeisterwohnung auf unserem Schulgelände frei wurde, gab die damalige Oberbürgermeisterin unserem jahrelangen Drängen nach so einer Einrichtung endlich nach. Und ein Jahr später, 2007, wurde dann der Verein Phänomum gegründet und wir Physiker zogen in die frisch renovierte Wohnung ein. Damals übrigens hat die Stadt Lörrach das Haus renoviert. Jetzt, 15 Jahre später, haben wir gemeinsam mit Schülern das Haus erneut renoviert. Aber zurück zur Historie. 2007 die Gründung des Vereins. Zwei Jahre später wurde dann über einen Interreg-Antrag noch ein Anbau realisiert. Und in diesem sind die beiden anderen Fachbereiche von unserem Schülerforschungszentrum Life Sciences und IT Robotics untergebracht. Finanziert wird das Ganze durch Partnerschaften mit ortsansässigen Unternehmen, Deputatstunden vom Land Baden-Württemberg und der Stadt Lörrach. Ja, diese Finanzierung ermöglicht uns vor allem zwei Dinge. Zum einen ein sehr ausgereiftes Kursprogramm. Man kann natürlich die üblichen MINT-Kurse belegen, aber auch so Dinge wie Bewerbungstraining findet sich in dem Programm. Und das andere, was uns beiden etwas mehr am Herzen liegt, ist die Projektarbeit. Schüler arbeiten normalerweise so ein Jahr an einem Projekt mit dem Ziel, einen Wettbewerb anzutreten. Wie gerade eben gehört, schon GYPT oder Jugend forscht. Genau, Jugend forscht ist bei uns der zentrale Wettbewerb. Er ist einfach in seiner Offenheit optimal, um Schüler mit verschiedenen Fähigkeiten anzusprechen. Und so haben wir bei diesem Wettbewerb in den letzten 15 Jahren mehr als 150 Arbeiten eingereicht. Nicht nur im Bereich der Physik, sondern es gab auch Arbeiten zur Mathematik, Bioraumwissenschaft. Und wir Physiker hatten sogar einen Bundessieger in Biologie dabei. Aber der Schwerpunkt der Arbeiten lag natürlich im Bereich der Physik. Jetzt hören sich 150 Arbeiten unglaublich viel an. Ich glaube, wir sollten ein Projekt mal ein bisschen genauer vorstellen. Genau, und das lassen wir einen Einheimischen vorstellen.
Ja, Schibi, Schibo, das ist bei uns unter der Bruchtum. Man verabschiedet eigentlich die Fastnacht oder besser gesagt den Winter, indem man am letzten Samstag und vorletzten Samstag bei uns unter große Feuer auf dem Hügel gesehen hat. Wenn man da genau hinlügt, merkt man, dass ganz viele Leute rumstehen und so komische kleine Holzschiebe am Haselnussstecke festmachen und ins Feuer halten. Es wirkt ein wenig komisch, aber die wedeln dann mit den Schiebe, die dann glühen, so durch die Luft, dann holen sie irgendwann gewaltig aus, nehmen den Stock, schlagen sie über ein Holzbrett und schießen die Schiebe runter ins Tal. Am besten mit dem Spruch Schibi Schibo und einem guten Wunsch an seinen Nachbar oder seinen Kollegen. Aber Hermann, was hätte es jetzt mit Physik zu tun? Ja, Sie als erfahrene Physikerinnen und Physiker sehen sicherlich sofort, wo bei Schibi Schibo mögliche Fragestellungen für ein Schülerprojekt stehen. Wie sieht die optimale Scheibenform? Ist es die übliche quadratische? Ist es eine runde, dreieckige? Wie sieht der optimale Schlag aus, damit die Scheibe möglichst weit ins Tal runterfliegt? Kann man das Ganze mathematisch erfassen, vielleicht simulieren und mit realen Flugkurven vergleichen? Da all diese Fragen experimentell zugänglich sind und auch im Bereich der Mechanik liegen, ist das ein nahezu optimales Einsteigerproblem. Und insofern fanden sich auch sofort zwei Schüler, Janik und Janosch, die Interesse hatten an dieser Thematik. Ja, die zweiten das große Glück, dass für uns im Keller unten so ein Windkanal versteht. Auch wieder ein Ergebnis von der vorigen Schülerkomparation. Und sie haben dann ein Setup ermöglicht. Sie haben dann den kleinen Versuchsaufbau realisiert, in den Windkanal gesteckt, haben dort die Auftriebskraft, Luftwiderstandswerte, Gleitzahlen bestimmt, haben sie genommen, dann in eine Bewegungsgleichung eingesetzt, die Bewegungsgleichung gelöst, sind dann auf unseren Sportplatz gegangen, haben sich so einen Profischläger geholt vom Dorf, der dann das ausnahmsweise am Tag und ohne glühende Kacheln geschlagen hat und haben es mit Highspeed-Kameras aufgenommen mit mehreren und dann mit der Theoriekurve verglichen. Aber jetzt reden wir die ganze Zeit über die Schüler. Was haben eigentlich wir mit so einem Projekt zu tun? Naja, wir haben bei dem Projekt jetzt erstmal die Kontakte hergestellt, um verschiedene Scheibenformen herstellen zu lassen. Wir waren bei den nächtlichen Flugkurvenexperimenten dabei. Wir haben ihnen natürlich geholfen bei den Aufbauten im Windkanal. Und auch sonst, wenn irgendwie Stillstand bei dem Projekt drohte, dann versucht man mit unserer Erfahrung und Rat und Tat an der Seite zu stehen. Glücklicherweise hatten die beiden damals an unserer Schule, dem HTG, im Fach Mathematik das Computersystem Algebra kennengelernt. Und insofern war die Simulation der Differentialgleichung eigentlich für die eigenständig möglich. Ja, und dann sind Sie damit zu Jugendforscht. Genau, das war 2014 und Sie haben zunächst in Freiburg mit Ihrer Arbeit den Regionalwettbewerb gewonnen. Und beim Landeswettbewerb in Stuttgart sind Sie Zweiter geworden. Geschlagen wurden Sie nur von einem Projekt aus dem eigenen Hause, dem sogenannten invertierten Sprinkler. Übrigens ein Phänomen, mit dem sich Richard Feynman schon mal ergebnislos auseinandersetzte. Bei ihm explodierte damals die Experimentieranordnung. Bei diesem invertierten Sprinkler geht es um die Frage, in welche Richtung dreht sich ein Rasensprinkler, wenn er in einem Wassertank, statt Wasser auszuströmen, Wasser ansaugt. Und der Schüler, der diese Thematik bearbeitete, Leonhard Bausfeld, durfte später als Bundessieger der damaligen Bundeskanzlerin und Physikerin Angela Merkel die Drehrichtung verraten. Erst so ein Bild, wie jetzt da unten mit Frau Merkel, ist natürlich was ganz Tolles für seinen Lebenslauf. Wir haben aber natürlich auch Schüler, die nicht Bundessieger werden. Was die davon haben, erzählen wir jetzt mal kurz. Persönlichkeitsentwicklung, Selbstständigkeit, eigenverantwortlich, Eigeninitiative. Spaß und Freude mit Gleichgesinnten. Individuelle Förderung auf allen Ebenen. Keine didaktisch reduzierten Scheinprobleme. Erlernen von naturwissenschaftlich-technischen Methoden. Erfahrung, Experimente haben Schmutz- und Dreckeffekte. Abstrakte Dinge werden nachvollziehbar. Präsentations- und Dokumentationstechniken. Freies und spannendes Vortragen. Ausdauer, Durchhaltvermögen, Frustrationstoleranz. Zeitmanagement. Selbsteinschätzung, Wahl des Themas, Los, Kritik. Punkt im Lebenslauf. Erlernen des... Hermann, stopp, stopp, stopp. No go for you, hätten wir unseren Schülern gesagt. Hätten gesagt, geht hoch aufs Zimmer, kommt in einer Stunde runter und dann ist es alles neu. Und jetzt hier bei der DBG. Wir mit so einer No-Go-Folie. Also, aber in unserem Titel steht mehr. Ich glaube, wir sollten einfach zum nächsten. Ja, der Wunsch war da, unsere eigene Freude an den MINT-Fächern irgendwann nach außen zu tragen. Und deshalb haben wir in den letzten Jahren eine Reihe von größeren
heute würde man sagen, Outreach-Projekten realisiert, die über das reine Betreuen von der Physikarbeit hinausgingen. Und bei diesen Outreach-Projekten haben wir eine Reihe von pädagogischen Zielen verfolgt. Zum einen wollten wir unsere eigene Freude an der Physik weitergeben. Wir wollten Aktuelles und Interdisziplinäres einbauen, nicht nur bei der Physik bleiben. Wir wollten die Schüler nie aus dem Fokus verlieren. Der Hauptakteur, das Projekt macht, ist der Schüler. Und diese Schüler, die wir ansprechen, diese Gruppe wollten wir weiten, eben nicht nur den typischen Physikschüler erreichen. Und jetzt stellen wir ganz stellvertretend für viele von unseren Outreach-Projekten drei Stück vor. Ja, 2012 war ja in Genf das Jahr der Entdeckung des Higgs-Teilchens. Und der LHC-Beschleuniger, die Weltmaschine, war damals schon in den Jahren zuvor in aller Munde. Und das haben wir 2011 zum Anlass genommen, die Lörracher Teilchenphysikwochen zu veranstalten. Damals haben anhand von Exponaten des DESIS 40 Schüler vom HTG und vom Phenovum, Schulklassen des HTGs, externe Schulklassen, auch die Öffentlichkeit durch eine Ausstellung im Keller von unserem Schulgebäude geführt. Und ergänzt wurde das Ganze noch durch ein Rahmenprogramm mit Vorträgen von Professoren von der Uni Basel, vom CERN. Und schon damals hatten wir die Masterclasses mit im Programm. Fast eine ganze Woche lang haben wir Masterclasses gehabt. 2013 war es soweit. Wir wollten zum ersten Mal nicht nur zu einem Wettbewerb gehen, sondern auch einen eigenen Wettbewerb ausrichten. Das Besondere daran war nicht, dass wir für Metaxi, was für zwischensteht, 100 Schüler aus unserer Region bei uns begrüßen konnten. Vielmehr waren 45 Schüler in der Organisation direkt verantwortlich. Sie haben sich überlegt, wie die Buzzer aussehen sollen, die Buzzertische selber gebaut, außerdem mit Videosignal. Sie haben sich überlegt, die Tontechnik, die Videoaufnahmen, den Livestream haben sie alles selber aufgebaut. Sie haben sich eine Fragesoftware programmiert, dann Fragen ausgedacht, naja, und dann noch ein paar Videos dazu gedreht. Kleines Schmankerl, unten links ist der angesprochene Bundesliga Biologie, der gerade die Fragesoftware bedient. Ja, manche der Anwesenden hier kennen schon den Ort Gersbach, liegt im Süden des Schwarzwalds in 1000 Meter Höhe. Wunderschön, von da oben hat man einen tollen Blick auf die Alpen. Und dort haben wir in den letzten Jahren dank der großzügigen Unterstützung von der Wilhelm und Elsa Reher Stiftung und der Firma Bosch aus Maulburg eine Sternwarte realisieren können. Und ich habe zuvor die Renovierung von dem Gebäude in Lörrach angesprochen. Auch hier haben wir den kompletten Innenausbau der Sternwarte in Eigenregie durchgeführt, gemeinsam mit Schülern. Und seit der Eröffnung 2021 können wir dort oben jetzt mit mobilen und fest installierten Teleskopen Kurse anbieten, aber auch die Möglichkeit zu Projektarbeiten. Und im Rahmen einer solchen Projektarbeit, die auch im letzten Jahr im Bundesfinale Jugend forscht vertreten war, ist die Sternwarte auch remote fähig geworden. Wir könnten jetzt also hier von Hannover das Dach in Gersbach aufmachen und die Sonne ist da im Süden, scheint immer die Sonne anschauen. Die ersten zwei Jahre zeigen, dass wir insbesondere nochmal Mädchen über die Astronomie für die MINT-Fächer gewinnen können. Ja, aber unsere Zeit läuft leider langsam ab. Wir sollten eher dazu kommen, was Betreuer eigentlich davon haben, an so einem Schülerforschungszentrum zu sein. Ja, vielleicht haben Sie jetzt Lust bekommen, auch sowas aufzubauen oder sich dort zu engagieren. Wir haben eine Reihe von Gründen gefunden, warum sich das lohnen würde. Es ist eine tolle Ergänzung zum Schulalltag. Man kommt aus dem Hamsterrad raus. Man ist nicht an den Bildungsplan gekoppelt und kann so über den Tellerrand hinausschauen. Unser Jugendforschjahr beginnt immer kurz nach den Sommerferien. Und dieser Beginn gleicht dem Öffnen einer physikalischen Wundertüte mit immer neuen Fragestellungen. Das ist für einen Lehrer extrem motivierend, bereichernd, anregend, macht einfach Spaß. Und dann kommt noch ein Aspekt hinzu, der mir sehr am Herzen liegt. Die Digitalisierung in der Schule nimmt ja auch immer mehr zu und immer häufiger ersetzt eine App das reale Experiment. In einem Schülerforschungszentrum ist das noch anders. Da steht das Experiment im Mittelpunkt und insofern könnte man etwas überspitzt das so formulieren, dass so ein SFZ die letzte Bastion des Schülerexperiments ist. Ja, und dann ist es eine unglaublich bereichernde, ungewöhnliche Art der Zusammenarbeit mit den Schülern. Ich rede gern davon, dass wir auf Augenhöhe mit den Schülern sind. Wir verbringen gemeinsam viel Freizeit, auch den Freitagnachmittag, dann die Weihnachtsferien und noch viele andere Ferien, wenn man erfolgreich ist. Und man ist eigentlich auf Augenhöhe.
Das Schöne ist, am Ende von so einem Projekt, jetzt wenn Sie deutsche Meister sind, da ist man nicht mehr auf Augenhöhe. Sie haben uns längst abgehängt. Ja, Jahr für Jahr sehen wir uns neuen physikalischen Herausforderungen oder Fragestellungen gegenüber als Betreuer, sodass man zwangsläufig sich permanent weiterbilden muss. Man muss Papers lesen, man muss sich in neue Software einarbeiten und als schöner Spin-off-Effekt, viele von diesen spannenden Fragestellungen, die bei Projekten auftauchen, sind auch eine tolle Bereicherung vom normalen Unterricht. Ja, und warum gerade wir vom Phenom jetzt hier den Preis kriegen, hier vorne stehen, wir hatten am Anfang vom Vortrag schon erwähnt, wir hatten Riesen, also gerade Rudi Lehn und Bernd Kretschmer, die haben für uns alles gut vorbereitet. Wir haben eine Tradition, es ist vollkommen normal für einen guten Schüler, dass er sich ein Physikprojekt aussucht und das irgendwie präsentiert. Wir haben gewachsene Strukturen, es ist auch für uns beide normal, morgens zu unterrichten und dann ins Phenom zu gehen, für die Schüler auch. Und diese Verzahnung geht so weit, dass das Phenom direkt am Schulhof von zwei Gymnasien ist. Also auch eine lokale, enge Verzahnung. Ja, aus dem Feedback von ehemaligen Schülern, hier sitzt einer, bekommen wir immer mit, dass eigentlich so eine Einrichtung wie ein Schülerforschungszentrum mit die optimalste Förderung von Schülerinnen und Schülern im naturwissenschaftlichen Bereich ist. Und ergänzend zum Unterricht können Sie da Dinge lernen, die Ihnen einfach den Einstieg in ein Studium oder in das Berufsleben derart erleichtern. Und manchmal ist es uns schon gelungen, den weiteren Lebensweg von manchen jungen Menschen zu prägen. Und das ist vielleicht mit der schönste Lohn an der ganzen Arbeit in so einem Zentrum. Und insofern können wir nicht nur die Schüler, sondern wir zwei auch sagen, dass das AI mehr ist als nur Physik in der Lernt. Und zum Schluss möchten wir uns noch bei unseren Kollegen im Phenovum bedanken. Bei Thilo Glatzel, Martin Löw, Christiane Falke-Messerer, Renate Spanke, der Stadt Lörrach und stellvertretend für die Sponsoren des Phenovums Firma Busch aus Maulburg und die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden. Vielen Dank.